Wir haben es ja hier schon tausendmal gesagt, was Frauen bei Männern anzieht, stößt Männer bei Frauen in sehr vielen Fällen ab. Und was den Status anbelangt, Frauen daten und heiraten hinauf und Männer daten und heiraten hinab. Statistisch belegt und erwiesen, alles überhaupt nichts Neues. Erstaunt ist man nur, wenn man es nicht sehen und wahrhaben will. Qualitätsmänner blicken im Wesentlichen und mehr oder weniger unbewusst auf meine 10 grünen Flaggen, die du wirklich kennen solltest, wirf da mal einen Blick drauf. Und wenn ich sage Qualität, dann schließt das mit ein, dass du a. Frauen nicht auf ein Podest hebst, nur weil sie gut aussehen, und b. du einer bist, der bei Frauen nicht darauf wartet, dass irgendetwas von alleine passiert. Das Eskalieren in Richtung Waagerechte zählt hier dazu, das Vorschlagen und Organisieren von Dates und ja, auch das, was schon vorher kommt, nämlich das Ansprechen selbst. Und hier ist es echt der beste Weg, bei dem du eigentlich wirklich überhaupt keinen Druck und Stress hast, nämlich der Weg über den ungezwungenen Smalltalk, mit dem du das Eis erstmal brichst. Soziale Kompetenz zählt ja sowieso zu den Dingen, die Frauen bei Männern unheimlich schätzen. Es suggeriert ihnen nämlich deinen Einfluss und dein Mitspracherecht, was sie natürlich bei einer potenziellen Familiengründung später gut gebrauchen können. Die Rechnung ist also einfach. Je mehr Frauenbekanntschaften du hast, desto mehr Optionen hast du. Je mehr Optionen du hast, desto weniger abhängig wirst du von einer Frau und desto mehr wird sie dich haben wollen. Und Bossfrauen, die glauben, dich beeindrucken zu können, die kannst du so leichter und nonchalant in die Schranken weisen.